Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Für mich ist das ja kein neues Video, sondern wir sind immer noch in Verdun. Für euch scheint das so, als ob es ein neues Video ist. Es sei denn, ihr habt natürlich auf den Link vom letzten Video geklickt. Wir befinden uns hier immer noch in Verdun und wir sind hier bei der sogenannten Casemate Parmat. Und so sieht das Teil von innen aus. Man hat hier zwei Maschinengewehre, die abwechselnd entsprechend in Funktion gebracht werden konnten. Warum zwei? Stellt euch vor, eins ist heiß gelaufen oder kaputt gegangen, Lauf musste gewechselt werden. Dann konnte man direkt weiterschießen. Und so sieht diese Casemate Parmat aus. So, zwei Scharten haben wir hier. Und wir versuchen natürlich auch gleich mal reinzugehen. Top-Zustand. Und dieses Feld wurde entsprechend hier flankiert. Man stellt sich vor, zwei Maschinengewehre pro Scharte. Entsprechend vier Maschinengewehre. Eine unfassbare Feuerkraft. In den ersten Angriffsstunden 2 Millionen Granaten. In 9 Stunden waren das, glaube ich, ne? Genau. 2 Millionen Granaten in 9 Stunden. Und dann sind die Deutschen waren ja die Angreifer, sind die Franzosen aus den Stellungen gekrochen und geklettert und haben den deutschen Angriff erstmal lahmgelegt. Das muss man sich einfach mal vorstellen. 2 Millionen Granaten und trotzdem haben die Franzosen es geschafft, hier Verdun zu halten. Hier haben wir eine weite Casemate Parmat und hier ist der Zahn der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Guckt euch mal diesen Abgang an. Und da vorne sehen wir schon das Bauwerk. Sehr krass getarnt. Da kann man reingucken. Wir nehmen aber den offiziellen Weg. Und das ist nur ein ganz kleiner Bereich, den wir sehen können. Aber als Einstieg kann man den sicherlich mal mitnehmen. Ja. Wow. Unfassbar krass. Unfassbar krass. Wow. Hammer, ne? Ja. Oh. Aha. Schon spannend. Und da hat sich Emily damals durchgezweckt. Ja. Hat alles freigegraben durch den kleinen Schlitz da oben. Hier müsst ihr aufpassen. Rutschig. Sehr rutschig. Ich gehe nicht weiter. Also da hat sich Emily durchgequetscht, da oben durch dieses kleine Loch. Ja. Aber man kommt da leider nicht weiter. Richtig. So, auf der linken Seite können wir schon erkennen. Reste des Forts. Da unten könnt ihr sehen. Ja. Wir gehen aber mal zusammen runter, nicht, dass wir uns hier noch lang machen. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier im Fort Zouville. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die anderen sind schon reingegangen. Ich habe ein paar TikTok-Videos schon da drin gedreht. Und ich würde sagen, wir warten nicht mehr lange, wir gehen jetzt auch da rein und seid mal gespannt, was euch da drin erwarten wird. Also hier oben ist noch Originalbeschriftung aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und wir gehen hier in das Bauwerk rein, haben hier sofort eine Falltür und hier haben wir die Bereiche für die Toiletten, das werden wir uns gleich nochmal hier anschauen. Genau, hier sieht man das. Hier hat man seine Notdurft verrichtet und die ist dann nach unten entsprechend gefallen und hat sich dann in dieser Sickergrube entsprechend dann auch gelagert, wiedergefunden bzw. wurde da gesammelt. Und man kann es hier an diesen Stufen sehr gut erkennen. Ich drehe mich nochmal. Schaut euch mal diese Einkerbung an. Also hier sind wirklich viele Menschen rein und raus gerannt während der Zeit des Ersten Weltkrieges. Genau, wir gehen weiter in das Bauwerk rein. Zustand wirklich absolut toll. Ich hoffe mal, die sind links gegangen. Aber wir gucken trotzdem einmal rechts rein und sehen hier einen krassen Raum. Ich versuche den mal richtig auszuleuchten. Man sieht hier noch die Vertäfelung an der Decke. Man hört den Hall. Das war höchstwahrscheinlich ein Munitionsdepot. Und das finden wir hier auf dieser anderen Seite wieder. Allerdings, wie ihr seht, mit einem weiteren Durchgang.
Genau, ich höre da vorne auch schon meine Crew. Da haben wir einen weiteren Munitionsraum. Hier haben wir Verbruch. Hier ist der Beton tatsächlich eingestürzt. Und ja, da vorne sehen wir noch von den Gleisen die Schienen. Die Schienen von den Gleisen, ja, ihr wisst, was ich meine. Und da gehen wir jetzt mal zu den anderen hin, in der Hoffnung, dass es da auch weitergeht. Alles zugeschüttet. Alles zugeschüttet. Aber man kommt auf jeden Fall weiter von hier, das ist noch nicht alles. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ist Emily noch da? Da geht's doch lang. So. Ja. Ist so verrückt, ne? Ja. Also ich habe gesagt, das ist krass. Oh, eine ganze Traube voll. Gut, dass wir schon den 31.3. haben. Fledermaus-Schutzzeit vorbei. Aber leuchte da nicht hin. Bitte, die pennen gerade und die können sterben, wenn man die weckt. So, also wir haben die Fledermaus-Schutzzeit eingehalten. 1.4. Also 31.3. ist Ende. Wir haben heute den 1.4. und von daher sind wir rein rechtlich auf der sicheren Seite. Trotzdem ist es natürlich nicht so cool, wenn man da eine Meute schlafender Fledermäuse sieht. Deswegen sind wir da auch schnell weitergegangen und haben nicht hingeleuchtet. Aber für jemanden, der das zum ersten Mal sieht, ist das natürlich schon sehr atemberaubend. So. Unglaublich. Schaut euch das mal an. Diese krass langen Gänge. Wir ersparen uns jetzt den Weg hier hoch, weil der ist sehr, sehr beschwerlich. Es sei denn, wir wollen die anderen mal wirklich schnaufen sehen und mich auch. Ich zeige euch das aber mal. Oh, krass, oder? Es ist wirklich krass. Sogar die rote Farbe sieht man noch an den Wänden. Also als wir hier damals hochgegangen sind, das war sehr, sehr anstrengend. Das ist der Eingang zur 135 mm Kanone. Natürlich hier mit zwei Verteidigungsausgängen, aber wir gehen hier direkt durch den Haupteingang rein. Natürlich hier der ganz klare Hinweis, nicht eintreten. Und das tun wir aber trotzdem. Wir gehen da jetzt mal rein. Und hier ist noch eine Falltür, eine ehemalige. Und wir schauen uns mal das Bauwerk an. Also, das ist das Gehäuse quasi von einer 135 mm Kanone. Da oben war entsprechend die Mannschaft, die das Geschütz abgefeuert hat. Hier waren technische Einrichtungen, die Entlüftung für den Karbiddampf der Geschosse. Hier sehen wir ein Gegengewicht, ein Ersatzgegengewicht. Und hier sehen wir die Nutzgegengewichte. Man sieht auch, wie viele benötigt wurden. Das ist bestimmt 6 Meter hoch, 5,5 vielleicht. Und ja, der Seilzug, die ist heute nicht mehr vorhanden. Hier waren die Aufenthaltsräume. Ausgekleidet mit Stahl, das ist heute komplett verrostet. Hier ist der Munitionsaufzug. Da wurde die Munition, beziehungsweise nicht die Munition, sondern die Treibladung hochgeschickt. Hier sehen wir den Mechanismus oder das Kugellager für die Drehung. Und wir befinden uns jetzt quasi im Untergeschoss. Hier konnte man den Turm dann entsprechend drehen mit Holzelementen. Und hier besteht die Möglichkeit, dann auch hochzugehen. Heute sind die gesamten Holzelemente verkommen. Die sieht man also nicht mehr. Man sieht hier allerdings noch die Zahnräder. Und ja, das Holz ist komplett schon weggemorscht. Da wären wir quasi rausgekommen. Und ja, dann schauen wir uns nochmal oben die Funktionsweise der Kanone an, bevor wir dann in den Stollen gehen. Und das, meine Freunde, ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Das ist eine mega gefährliche Kiste. Und auch das hier. Also hier ist für uns dann Schluss. Hier kann man heute nicht mehr lang gehen.
Das ist entsprechend der Bereich, wo die Kanone dann auch gewartet wurde etc. Und ihr glaubt es kaum, die Kanone ist immer noch da. Die Kanone ist immer noch da, komplett. Mit der gesamten Lafette, alles noch da. Also unfassbar, unvorstellbar. Wir gucken, dass wir hier unfallfrei runterkommen. Was nicht ganz einfach ist. Ohne freie Hände und leicht glitschig. Also von daher, bleibt gerne zu Hause, guckt euch das an. Und wir machen diese gefährlichen Sachen für euch. Genau. So. Der Stollen, Leute. Guckt euch das mal an. Da gehen wir jetzt rein. Unvorstellbar. Oh, ich gucke mich mal selber an. Hoho. Oh. Jo, sehr, sehr rutschig, sehr gefährlich. Eine Menge Verbruch. Seht ihr das? Also, die Nummer ist definitiv nichts für schwache Nerven oder für Leute, die wirklich an ihrem Leben hängen. Vorne sehe ich Taschenlampenlicht. Also wirklich crazy. Ich habe, wie gesagt, keine Hand frei. Ich mache das gerade nur für euch. Oh. Oh. Mit dem Fahrrad kein Problem, aber zu Fuß hier gerade. Oh. Und schaut euch mal diesen Verbruch an. Es ist eigentlich wirklich lebensmüde, hier durchzugehen. Zu hart? Ja. Zu hart, ne? Das ist echt. Da sind wir nicht weitergegangen letztes Mal. Ja. Ja, ja. Leute. Das ist einfach abnormal. Entschuldigt bitte, dass das so ein bisschen wackelt. Aber ihr könnt ja sicherlich sehen, am Boden und an der Decke, ungefährlich ist die Nummer nicht. Boah. Selbst so ein kleiner Stein, wenn der auf das Genick bricht, fällt, dann ist vorbei. Schaut euch das mal an. Hier ist schon ordentlich was runtergekommen. Und das ist halt ultimativ gefährlich, was wir machen. Ja, ja, klar. So, ich drehe mal um, damit ihr mal seht, wie krass die Nummer ist. Oh, ich gehe über. Olli, komm weg da. Lass uns da nicht lang gehen. Da können wir auch nicht lang gehen. Das ist zu. Okay. Du kannst aber, das ist da, wo. Nicht so laut, komm mal nach oben. Das ist da, wo die Pistole, wo die Knarre ist. Da geht's nach oben. Geil. Okay, okay, wir werden nicht weitergehen. Das ist definitiv zu gefährlich und auch nicht mehr möglich. So, Leute, ich weiß nicht, ob das Schweiß ist oder Wasser von oben. Auf jeden Fall ist mir richtig warm und ich bin richtig nass. Es ist nämlich richtig anstrengend und hier unten sind es gefühlte 20, 25 Grad, aber glaubt mir, das sind wahrscheinlich eher 9. Und wir sind jetzt am Ende des Tunnels angekommen von diesem Fort. Die sind alle verschüttet, die weiteren Zugänge. Von oben tropft überall Wasser. Das ist sicherlich auch der Grund, warum es hier Verbruch gibt. Und ja, die anderen sind schon vorgegangen und ich werde mich jetzt hinterher begeben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns an der Erdoberfläche wieder. So, meine Freunde, wir sind jetzt oberirdisch. Hier wird ein Unterstand gewesen sein gegen Artilleriebeschuss. Hier oben links sehen wir Kasemat Parmat.
wie gesagt, in der Regel Doppelbewaffnung pro Scharte, damit, wenn die Waffe entsprechend überhitzt ist oder war und in Lauf gewechselt werden musste, dass man trotzdem noch weiter feuern kann. Also ihr könnt sogar hier noch die Lafette erkennen. Das ist natürlich schon richtig krass, dass das alles noch da ist. Und das war das Schussfeld, welches sie abgedeckt hat. Und wir beiden, also die Kamera und ich, wir gehen jetzt an der Beobachtungsgruppe Richtung Panzerturm. Da waren wir ja drin. Leider nur mit dem Handy aufgenommen, weil ich meine Jacke unten abgeben musste. An der Garderobe. Ein bisschen Spaß muss sein. So, hier Beobachtungskuppel. Natürlich dahin ausgerichtet, wo die MGs auch hingezielt haben. Und da steht das Team und guckt sich den Panzerturm an. Das Riesengeschütz. Ich glaube 155 war es, wenn ich mich gerade recht entsinne. Ich bin auch ganz schön außer Atem, komplett auch aufgeweicht. Da waren wir gerade drin. Ein Riesenteil, oder? Und dann weiß man jetzt auch, wieso die Gegengewichte so groß sein mussten. Genau. Krass. So, wir haben es gefunden, Leute. Also wir werden auf jeden Fall, fahren hier noch Patrouillenautos lang. Ihr seht das am Schnee. Aber wir scheinen die Ersten heute gewesen zu sein oder generell zu sein. Es gibt nämlich hier keine Fußabdrücke. So, Militärgelände betreten verboten. Was sagen wir dazu? Da hoch. Da hoch sagen wir. Da drüber? Ja. Von außen? Ich weiß nicht. Hier unten geht's nicht, ne? NATO-Draht. Drunter herkrabbeln? Olli? Nee, hier. Was? Hier? Ah. Ist doch super. Das war witzig. Noch höher. Naja. Ja, du stehst auf mir drauf, aber. Tada! Wie kommt der jetzt da runter? Na, du fängst mir jetzt auf. Ja, halt mal. Und voll filmen. Warte. Einfach nur filmen. Komm, die Romy und Julia will es sehen. Achso, nee, ich dachte so vorne. Nee, so funktioniert nicht. Und jetzt? Setz dich doch hin. Huckepack. Komplett lasse Arsch. Wollt ihr Kinder lassen Arsch? Ja, komm jetzt. Alter, so. Komm, Ziegenörke. Oh. Warte, so Schatz, ich hol dich runter. So, ich springe. Oder? Okay. Jetzt kann ich doch locker springen. Sicher. Da springe ich. Nee, sicher nicht. Ja, sicher. Also krasse Nummer, Leute. Zu betoniert. Wir müssen jetzt irgendwie da runterkommen. Hammer. Also Leute, ja, hier bin ich gerade durchgekommen, ich ganz alleine, ohne Hilfe. Und hier sehen wir Beschriftungen und schaut euch mal den Zustand an des Gebäudes. Aufgrund der Materialien sieht das aus wie gestern. Hier wird wahrscheinlich eine schwere Waffe gewesen sein. Auch hier alles noch mit Beschriftungen. Das ist schon sehr, sehr nice. Porte 100 Meter, Hause 5 Meter höher. Ich weiß nicht, was das heißt. Also ich denke mal, die Entfernung, die man hier schießen konnte, 100 Meter, ja, sicherlich wichtig gewesen für die Höhe, die man gerichtet hat. Gerichtet? Ja, für die Waffe halt, ne? Weil die Patrone verliert ja in Höhe, je weiter man schießt. Was haben wir denn hier? Wow, Leute! Wow.
Boah, da kommst du nie wieder raus. Boah, das ist... Hendrik? Boah, guck mal, hier noch ein altes Bett oder so. Boah! Ultimativ. Alter, guck mal. Vorsicht, hier oben dran, Köpfe. Spinnen. Also. Nee. Geht ihr oder geht ihr nicht? Geht. Was hast du gefunden? Mein lieber Feldhirngladei. Sprich mal später. Ja. Jo. Und dann habt ihr es vergessen. Ich kenne euch. Nein, ich vergesse. Ja, ist gut. Ist das gefährlich, was wir jetzt hier machen? Darf ich ja mal mit Lisa abnehmen? Ja. Das geht noch. Hier. Oh ja. Was ist das denn? Das ist Alter. Ein Rollsystem für ein Schienensystem. Für. Alter, Leute, guckt mal. Das ist ja mal richtig interessant, oder? Das ist doch noch geiler als Maginot, oder? Oh! Oh mein Gott! Das oh mein Gott! Oh! Wie hast du das geschafft? Wir haben hier so viel dicker als ich. Warum hab ich keine Mord gedacht? Achtung, Achtung! Das ist echt da. Ja. Oh. Nicht so da drauf stützen. Geh weg, geh weg. Was ist denn da? Na, eine Tunnelanlage. Ja, als ob ihr noch nie eine Tunnelanlage gesehen habt. Ja, aber nicht vom Ersten Weltkrieg. Also. Oh. Geil. Richtig gut, ey. Man musste mal auf Relikte Ausschau halten. Wisst ihr, das mache ich auch immer. Immer. Das ist ja hier noch ein aktives Militärgelände übrigens. Wow. Mega schön. Mega schön. Unvorstellbar. Wie verwunschen. Das ist ja ultimativ. Boah, ist das schön, ja. Ich denke mal nicht, dass das auf Kamera so rüberkommt, wie wir das hier gerade sehen. Aber es ist einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Schaut euch das mal an hier. Wo kommt das? Ja, also wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hingucken sollen. Es ist einfach, es ist einfach abnormal, was hier alles zu sehen ist. Es geht bestimmt 8 Meter runter. Ich weiß aber, dass wir tiefer gehen werden gleich. Und wir schließen einmal auf dem roten Gang entlang. Eingangsverteidigung, auch hier neues Betonwerk. Wir haben gerade schon festgestellt, dass hier neben, also hier hat man auf jeden Fall nachgerüstet aus der Neuzeit. Man sieht es auch hier an dem Boot. Das sieht natürlich sehr. Seid ihr runtergegangen? Boah, alleine, kommt ihr bitte? Lisa, wir gehen runter. Alter Schwede, Leute. Abnormal, was hier schon abgeht. Boah. Ja, gehen wir mal runter, würde ich sagen. Sehr, sehr steil. Oliver, mich nicht erschrecken, bitte. Ultimativ. Oh, ich zeige euch mal kurz. Oh, krasse Nummer. Ultimativ. Ah, hier geht's rechts ab. Hier geht's auch rechts ab. Aber wir gehen jetzt mal geradeaus weiter. Guck mal, was sind die für Dosen, Alter? Gucken wir mal. Gasdosen. Giftgasdosen. Ach so, das ist Infanteriemüll. Habe ich auf den Fotos gesehen. Das ist. Gehen wir da gleich rein, Olli, und gucken ein bisschen. Da werden nur die Dosen drin sein. Ein Fernseher, Alter. Rechts oben Fledermaus. Boah. Boah. Weißt du, warum ich hier stehe? Alter Schwede. Übrigens, das ist hier das Ende der Bewährung. Da hat man aufgehört mit der Betonverschalung und wir gehen jetzt hier in den nackten Stollen rein.
Die Frage ist, ob wir das überhaupt tun. Ja, und warum? Weil das immer geil ist. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich denke nicht weit. Wir haben ja auch. Krass. Also, das geht auf jeden Fall noch ein paar Meter weiter, Leute. Aber ich glaube, das. Da hinten ein Tor. Kannst du das erkennen, wenn du ganz drin sitzt? Nee, ist Verbruch. Komplett verbrochen. Also. Das können wir uns schenken hier, Leute. Wir sind hier, ich würde so sagen, 10, 15 Meter unterirdisch und wir haben hier verschiedenste Gänge gefunden. Teile davon sind wieder mit modernem Beton in Schuss gebracht worden, aber es gibt auch Bereiche, wie ihr hier seht, die sind einfach absolut Natur und da kann man dann auch entsprechend reingucken. Da geht eine Treppe hoch, aber das sparen wir uns jetzt. Wir gehen quasi den alten Weg zurück. Und das sieht dann ungefähr so aus. Also der Beton wurde nachträglich gemacht. Und hier befinden sich überall diese komischen Dosen. Wir wissen nicht genau, wofür die waren. Aber davon liegen eine Menge hier rum. Heftig, wirklich heftig. Alter, jetzt ist wieder alt. Das ist natürlich eigentlich sogar noch schöner. Das alte Gemäuer. Ey, wir sind nur runtergegangen, damit wir wieder hoch konnten. Modern, ne? Wie frisch gespachtelt. Ja, kein Graffiti, kein gar nichts. Latrine. Okay, hier waren die Waffen stationiert. Und dann hat man hier den Feind in dem Graben bekämpfen können. Nicht mal. Ich nehme gerade auf. Nein, nicht mal. Wir haben noch nichts darunter. Hier ist das Gegengewicht. Um den Turm zu heben, müsste es eigentlich zwei Stück von geben. Genau. Da und da, da sehen wir es. Das ist die Mechanik, um den Turm zu drehen. Man muss sich vorstellen, es wurde ja alles damals berechnet. Nicht mit Computern, sondern alles noch manuell. Und die haben trotzdem eine gute Zielrate gehabt. Schon bemerkenswert, dieses Ding. Hier kommt man dann in den Turm rein. Aber ich habe mir schon angeguckt, da oben die Kanone ist nicht mehr zu sehen. Also von daher schenken wir uns das. Und hier ist das zweite Gegengewicht. Ja, und der, das sieht hier auch nicht mehr so toll aus. Das schenken wir uns. Da schenken wir uns. Oh, ein Stern. Das ist einfach ein Stern. Nicht nur ein Stern. Guck mal genau hin. Da sind noch alte Soldaten. Auch hier. Man sieht sie leider noch nicht mehr. Es ist absolut riesig, Leute. Und Schuhe, überall Schuhe. Die obligatoren Schuhe. Die gibt es in jedem Lost Place. Warum auch immer. Wie krass verrostet das alles ist. Also hier ist man lang, da kann man lang. Hier haben wir auch noch Schrift an der Wand. Die mit dem roten Halsband. Ja, die Bunker erinnern mich fast an die Italiener. Boah,
Das weiß ich nicht. Krass. Emily? Ja. Ja, fandst du nicht? Ich bin völlig fit. Mittlerweile fit. Ja? Für euch. Okay, naja, ja, ich nicht für euch anscheinend. Pass auf, Dorna. Dorna? Das ist ja krass, das habe ich auch noch nie gesehen. Eine Artilleriebeobachter oder eine Einmannzelle schon fast. Und hier kann man dann reingehen und eine Tür zumachen. Und dann konnte man hier den ganzen Tag gucken, ob der Feind kommt. Ja, das sieht, könnte ein Mehrzweckturm sein, aber wir schauen mal. Seeschlitze. Könnte auch Schnellfeuer gewesen sein. Schwierig zu sagen, ist ja nicht mehr drin. Könnte also Mehrzweck. Auf jeden Fall versenkbar und drehbar für die Nahverteidigung. So, ich glaube, wir sind so gut wie durch. Ja, ob wir alles gesehen haben, bin ich mir noch nicht mal 100% sicher, weil ich habe nur einen Panzerturm gesehen und zwei Beobachtungskuppeln. Mehr war da nicht zu sehen. Aber in Summe waren wir, glaube ich, jetzt 2,5 Stunden drin, haben viel gesehen. Interessant, weil halt alte Festungsbauwerktechnik und neue zusammengetroffen sind. Wie gesagt, das ist ja aktives Militärgelände. Jetzt hoffen wir auf den letzten Metern, dass wir natürlich nicht erwischt werden. Und man kann hier sogar noch die Kammspuren von vor über 100 Jahren erkennen. Emmy, halt mal deine Hand da rein, dass man mal einen Größenvergleich hat. Ne, also das ist schon... Und jedes Mal, wenn ich hier bin, zeigt euch das gleich mal, dann sieht dieses Fort aus wie ein Monstrum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber schaut euch das mal an. Stellt euch mal vor, ihr seid Angreifer gewesen und dann seht ihr im Nebel bei Morgengrauen vielleicht dieses Monstrum, dieses Feuerspeine-Monstrum, weil aus jeder dieser Öffnungen, das waren Gewehrscharten oder sind Gewehrscharten, wurde natürlich herausgeschossen. Wir gehen auch gleich mal ein bisschen näher ran, aber ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal nach oben. Und hier sehen wir schon einen Panzerturm. Ich glaube, es ist Galoppin, ich bin aber nicht ganz sicher. So, wir gehen mal drauf zu. Es müsste 15,5 gewesen sein. Unfassbar groß. So, wir können hier sogar noch einen Abpraller sehen. Hier. Und hier sind auch mehrere Abpraller. Das ist eine Beobachtungsglocke. Auch die hat sehr, sehr viel abbekommen. Allerdings vom kleineren Kaliber. Hier kann man sogar noch eine Schrift sehen. Erahnen. Das ist schon brutal, Leute. Das ist wirklich schon schiere Gewalt, die hier auf das Bauwerk eingewirkt hat. Und wir gehen jetzt zurück. Ja, Erster Weltkrieg, 1914 bis 1918 stattgefunden und die Schlacht hier, jetzt kommt leider der Wind, hier in Verdun, die ist natürlich nur ein Ausschnitt vom Ersten Weltkrieg, einer der verlustreichsten und blutigsten Ausschnitte vielleicht, aber eben nur ein Ausschnitt. Auch viele Millionen Menschen in Summe gestorben. Ich glaube 8 Millionen oder 12 Millionen, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Und da gehen wir gleich rein. Das sind die Schießscharten. Ist natürlich eine komplett andere Bauweise als im Zweiten Weltkrieg Maginot. Okay, also wir sind jetzt im Bauwerk drin. Wir haben gerade bezahlt, also wirklich extrem günstig, 4 Euro. Und wir können hier noch die alte Verkabelung erkennen. Und übrigens, für jeden, der hier hinkommt, der Audioguide ist übrigens umsonst. Also das ist wirklich sehr familienfreundlich und ich würde schon fast sagen, fast geschenkt. So, wir können hier die alte Unterkunft erkennen.
Wie nennt man das im Bundeswehr? oder Unterkunft einfach. Ja, okay. Hat das keinen besonderen Namen, wenn hier die Betten stehen? Das Bettenhaus? Hat bestimmt, ne? Eigentlich nur Unterkunft. Okay. Stube? Also, oder? Okay, ist übertrieben. Also das Bettgestell ist hundertprozentig original. Ob die Bretter aus der Zeit sind, das mag ich zu bezweifeln. Aber Schlafkabinen. Aber schaut euch einfach mal den Komfort an, den sie nicht hatten. Ja, also hier lag man sicherlich zu zweit, vielleicht zu viert, mal zwei. Das ist schon, möchte man nicht unbedingt, oder? Nee. So, wir haben das ja gerade von draußen gesehen. Mal schauen, ob wir hier, ja, das sind eigentlich, ja, man musste wahrscheinlich hier irgendwelche Bänke aufstellen und konnte dann hier entsprechend rausschießen. Vielleicht war es aber auch einfach nur, um ein wenig Licht zu haben. Und das scheint einmal die Küche gewesen zu sein. Jedenfalls müsste das der Küchenblock sein. Der rostet vor sich hin. Ob das auch wirklich hier die Küche war, könnte sein, ne? Mit dem Abzug hier oben. 7,2 mm würde ich sagen. Gezogener Lauf. Man kann das hier noch schön erkennen. Und hier haben wir Oberlicht und vielleicht auch Schießscharten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Funktion für beides vorhanden war. Und selbst wenn der Feind hier durchgekommen ist, hatte er immer noch hier die Gitter. Die sind teilweise heute schon verrostet, aber ich denke, man kann sich das noch ganz gut vorstellen. So, hier vorne ist auch etwas aufgebaut. Das gucken wir uns mal an. Ja, das ist das Fort de Douaumont. Hier oben waren wir gerade, haben wir uns die beiden Panzertürme angeschaut, 155, so wie ich gesagt habe, die Observationsglocke. Und hier sind wir reingegangen. Und schaut euch mal an, wie das damals ausgesehen hat. Das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute gesehen haben. Es ist ja komplett alles zerstört. Also auch hier wird wahrscheinlich eine Schlafgelegenheit gewesen sein. Wir können hier diverse Schosse sehen. Und tatsächlich, Hendrik, das wird Gas gewesen sein, oder? Mit den Löchern? Bestimmt. Ja. Das denke ich mal. Ne? Ach, guck mal, steht sogar drauf. Obusgas. Das sind Gasgranaten. Deswegen sind die ja noch intakt. Und das ist das Führungsbändchen eingeschnitten. Mhm. Das sind 280er, also 28 cm. Das dürfte 20, ne? Oder 15,5? Ne, es müsste größer sein, ne? Und hier haben wir 22. Also, da sieht man einfach, wie groß die Geschosse damals einfach waren. Was haben wir hier? Das sind die Toiletten. Guckt euch mal an. Latrinen, genau. Das ist mal krass, Leute. 1917. Und das kennen wir aus den Zweiten Weltkrieg-Bunkern. Das wurde also vom Ersten Weltkrieg übernommen. Die kennen wir aus vielen Bunkern in Deutschland. So, wir kommen zum Galoppin-Panzerturm. Den haben wir gerade von oben schon gesehen. 155 mm. Und die liebe Emily wartet schon auf uns. Ja, natürlich. Habe ich dir ja gesagt, dass ich eine mitnehme. Ah, die hat einen wunderbaren Raum gefunden mit Relikten und Überbleibseln. Und das können wir erkennen. Wir sehen auf jeden Fall Gitter. Wir sehen Bett. Nee, das ist kein Bettgestell. Das ist doch Bettgestell sehen wir auch. Wir sehen aber auch Stacheldrahtverhau dort. So, wir sind angekommen bei dem Panzerturm Galoppin. 155 mm oder 15,5. Und wir können hier wirklich noch die komplette Funktionsweise erkennen. Von der Handkurbel. Das bedeutet, Dreh- und Senkmechanismus ist leider hier nicht mehr in Funktion, weil es sicherlich schon verrostet ist und in die Jahre gekommen ist. Aber vielleicht mit genug Menschenkraft, wir können es ja gleich mal ausprobieren, kann man das vielleicht noch in Bewegung setzen. Gauch, der Pfeil ist auf jeden Fall noch aus dem Ersten Weltkrieg.
Und so ist dieser Panzerturm aufgebaut. Oben ist die Panzerglocke drauf, eingebettet natürlich in Beton. Und dann haben wir auf zwei Ebenen einmal die Kommandoabteilung und den Richtkanonier und oben entsprechend wurde nachgeladen und dann geschossen. Nach jedem Schuss wurde der Turm mit Hilfe dieser riesigen Gegengewichte nach unten bzw. dann beim Schießen wieder nach oben gehievt. Das hat den Vorteil, dass die Panzertürme bzw. die Motoren keine starke Energie aufwenden mussten. Das ist wie auf der Kirmes heutzutage. Da braucht man auch nur schwache Elektromotoren, um die Karussells zu bewegen. So, wir haben hier zwei Gegengewichte. Das kennen wir aus der Maginot-Linie nicht. Auf jeder Seite einen. Und auch hier wieder die Möglichkeit der manuellen Steuerung. Ob es hier tatsächlich auch eine elektronische Zielführung gab, das werden wir gleich sicherlich sehen. Ich weiß es nicht. Und wir schauen uns das gleich einmal an. So, hier nochmal Galoppin Panzerturm und gehen jetzt einmal hier hoch, wenn die Kollegen uns lassen. Und das ist, wie gesagt, alles noch original, Leute. Das ist alles noch original. Oh, als ich damals hier war, konnte ich sogar noch hochklettern. Das geht heutzutage leider nicht mehr. Hier ist also Schluss. Das war der Aufzug für die Geschosse. Hier sieht man das ganz genau. Und das könnte für die Hülsen gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht könnte es aber auch für das Geschoss gewesen sein. Nee, für die Treibladung. Das ist für die Treibladung, das ist fürs Geschoss. Genau. Und da war ich damals vor 15 Jahren nach oben. So, Hauptverbindungsschacht zu den Tiefgeschossen. Und wie tief? Leute. Guckt euch das mal an. Da sind Menschen runtergegangen und haben da unten dann entsprechend in die Katakomben sich begeben. Und hier konnte man entsprechend hoch. Wow, unvorstellbar. Unvorstellbar einfach. Ja, einfach nur krass. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur krass. Boah. Und ich habe ja Höhenangst. So, und hier ein altes Foto, wie das Fort Douaumont nach dem Beschuss aussah. Wir haben gerade das Modell gesehen und hier kann man erkennen, dass das Fort Douaumont einfach unfassbar bombardiert wurde. Das ist eigentlich gar nicht mehr wiederzuerkennen. So, das sieht aus wie ein Maschinenraum. Ja, Stromerzeugerraum. Ganz genau, stand auch dran. Willkommen zurück. An dieser Stelle wurden einige Wellbleche aufgestellt und mit verschiedenen Sprachen beschriftet, unter anderem auch in Deutsch. Den 29. April 1916. Lieber Schwager, so wie sie war und wie sie nun tatsächlich ist, kann ich dir die Schlacht von Verdun unmöglich beschreiben. Noch nie, auf noch keinem Schlachtfeld hat es je einen solchen Artilleriekampf gegeben, wie der hier ausgefochten wurde. Gunther, deutsche Wehrmacht. Das bedeutet, dieser Feldpostbrief, der ist entsprechend am 29. April 1916 empfangen bzw. versendet worden. Ob der Verfasser damals noch gelebt hat, das ist natürlich heute schwierig zu ermitteln. Fakt ist, die Überlebenswahrscheinlichkeit hier an dieser Stelle in Verdun war sehr kurz. Ich hoffe, dass mit dem Licht ging gerade trotzdem. Hier haben wir die Werkstätten, leider nicht zugänglich. Ich glaube, das wäre sehr interessant. Hier haben wir noch ein Bett, eine alte Kohle, Schaufel. Die kenne ich auch noch von meinem Zuhause damals. So, wir befinden uns jetzt oben auf der Anlage. Ich habe euch den Weg dahin erspart, den haben wir ja gerade schon gesehen. Und wir können hier überall die fetten Granattrichter sehen. Verschiedenster Kaliber. Und das war normalerweise Plan, Leute.
Das war normalerweise Plan, aber wir haben hier Höhenunterschiede bestimmt von 7, 8, 9 Meter. Auch dieser Turm hier vorne, der ist normalerweise mit Erde bedeckt. So, und die Lisa, ich glaube, ich habe selten eine Person gesehen, die so fasziniert war und so interessiert war. Ist es auch. Schau dir das mal an. Also da passt Lisa, glaube ich, 4 oder 5 Mal rein von der Höhe. Und das ist alles hier Land, was geschändet wurde von Granaten. Und was sagst du? Wie fühlst du dich? Hammer. Das ist krank. Das ist sowas von krank. Ist eigentlich fast krasser als Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges, oder? Ja. Hier siehst du echt noch, was passiert ist. Wir gucken uns hier die Panzertürme an. Und hier sehen wir die Beobachtungsglocke komplett in Beton eingefasst. Hat auch hier einen Einschlag erhalten, aber das Metall hat stattgehalten. Wir sehen hier weiter MG, ne, für die Nahverteidigung hier, falls die Besatzer hier auf das Gelände gekommen sind. Artilleriebeobachtung bzw. einfach eine Beobachtungsglocke. Und hier, das müsste 2x7,5 sein. Heb, senkbar, drehbar natürlich 360 Grad. Und hier können wir sogar noch eine Schrift erkennen. Embrasur C6. Kupol Nummer 54. Ja, jetzt habe ich natürlich alle gefragt, wie die sich fühlen bei diesen Bauwerken. Sind ja alle das erste Mal hier in diesem Forte Douaumont. Ich war hier, glaube ich, schon einmal und 5-6 Mal draußen. Und mein Empfinden ist immer noch wirklich, dass es unbeschreiblich ist. Der Erste Weltkrieg ist tatsächlich näher zu greifen als der Zweite Weltkrieg. Zumindest mal hier in Verdun. Ich kann nur jedem Geschichtsinteressierten empfehlen, sich mal mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs auseinanderzusetzen. Und da empfiehlt sich natürlich das Schlachtfeld in Verdun, an der Somme, in Ypern sehr, sehr gut. Beinhaus steht für Gebeine, nicht für Beine, sondern Gebeine. Und da gehen wir jetzt rein, lieben Leute. Ja, hallo Freunde. Also natürlich sind solche geschichtsträchtigen Orte immer imposant, aber wenn man zu einem Schlachtfeld kommt, wo mehrere 10.000 Menschen umgekommen sind, dann macht das natürlich erstmal ein mit einem. Und wir sind natürlich jetzt ein bisschen, naja, von dem Mindset her ein bisschen anders aufgestellt, drücke ich mich mal so aus, weil wir gerade das Bein uns angeschaut haben, was wir eben hier im Hintergrund sehen. Und hier liegen die Gebeine von bis zu 130.000 gefallenen Soldaten, die namentlich nicht zugeordnet werden konnten. Viele Namen stehen da drin. Macron war vor einiger Zeit hier und hat Kränze niedergelegt und auch Kerzen angezündet. Also ich zeige euch nochmal hier das Beinhaus. Es wurde quasi nach dem Ersten Weltkrieg wurde das gebaut als Mahnmal. Viel geholfen hat es leider nicht, weil der Zweite Weltkrieg, hat ja stattgefunden. Und man sieht hier mal, wie viele tausend Menschen alleine hier auf diesem Friedhof liegen. Eine unvorstellbare Zahl. Und wir gehen mal runter zu dem Friedhof und schauen uns mal einige Gräber an. Wir sind gerade das Beinhaus hochgegangen. Meine Beine sind jetzt ein bisschen wackelig, jetzt wo ich hier die Treppen runtergehe. Genau. Gucken, ob wir hier ein paar Informationen auf Deutsch bekommen oder auf Englisch. Ist alles Französisch. Ja, und hier sehen wir die Gräber, die Kreuze. Also man braucht schon eine Sonnenbrille, anders ist es gar nicht gerade auszuhalten. Ja. So, wir gehen jetzt einmal um das Gebäude herum. Dann bekommt ihr noch mal einen schönen Blick auf das Beinhaus.
Ich denke, es sind Sandsteine. Und wir haben jetzt gerade Glück, dass der Himmel aufbricht. Ja, das ist schwierig. Es ist halt alles extrem da. Also hier könnt ihr, denke ich, mal was sehen. Also ich glaube, hier kann man schon Knochen sehen. Hier vorne liegt ein Schädel. Oberschenkelknochen kann ich erkennen. Also das ist schon wirklich krass. 130.000 Menschen liegen hier auf diesem Friedhof hier. Glaube ich, haben wir auch einen ganz guten Blick. Und direkt hier vorne sehen wir den Schädel. Selbst die Erde ist noch da dran. Dann sieht man eine Hüfte. Hier kann man was sehen. Das ist auch wieder schwierig. Aufgrund der Temperaturunterschiede hat man dann entsprechend einfach diese Wasserablagerung an den Fenstern. Ja, das ist schon wirklich krass. Thank you.